Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen, ja, und hier ist unser großer Ingenieur, Imhotep. Und ich habe noch ein bisschen über ihn nachgedacht. Normalerweise würde ich jetzt diese Möglichkeiten zur Abstimmung stellen, aber ihr werdet mir zustimmen, dass deswegen jetzt die Staffel zu unterbrechen und nach einer Folge abstimmen lassen, ist vielleicht doch etwas übertrieben. Ich habe vor allem mal geguckt, was wäre denn hier eigentlich möglich? Und ich habe... Wir haben derzeit an Wundern nicht so richtig Überzeugendes zur Verfügung. Für irgend so ein banales Gebäude will ich das jetzt auch nicht ausgeben. Man könnte, also großer Tempel würde natürlich nahe liegen, aber dazu bräuchten wir noch in Perapolis einen Tempel. Und das dauert noch, weil da sind wir erst mit dem Monument noch nicht fertig. In Reichweite wäre für das Nationalepos, ja eben das Monument in Perapolis, aber... Oh, es wird sicher noch 20 Runden dauern und ach, das erscheint mir jetzt auch nicht so sinnvoll, jetzt darauf zu warten. Auch bei der nächsten Forschung, jetzt die Werkstatt oder Schmiede, wie gesagt, so eine banalen Objekte will ich mit dem Ingenieur nun nicht begünstigen. Ich habe mir Folgendes überlegt, ich halte es für besser, wenn wir hier in Philadelphia tatsächlich so eine, ich nenne es mal Werkstattfabrik, klingt mir jetzt etwas blöd, aber eine große Werkstatt aufmachen. Wir haben ja schon mehrfach festgestellt, dass diese Stadt Produktionsprobleme hat und damit würden wir ja einiges dafür dagegen tun oder beziehungsweise die Situation verbessern. Deswegen erscheint mir das jetzt die beste Lösung zu sein und zwar hier in einem Feld, was sowieso nicht viel hermacht. Ist dabei schon wieder egal welches, nehmen wir hier das ein bisschen zurückgesetzte vielleicht. Da sind wir dann auch am ehesten. Die Stadt ist sowieso relativ groß. Wachstumsprobleme hat die auf keinen Fall. Wir können hier ganz problemlos ein so ein Meerfeld nehmen. Ein Arbeiter von dort, ein Fischer gewissermaßen. Und den hier in diese neu entstehende große Werkstatt schicken. Gut, dann habe ich bemerkt, wir haben hier unten noch einen Speer, den wir hier versteckt hatten vor den Barbaren. Und jetzt ist die Frage, können wir uns hier irgendwie retten? Hier ist das am Barbarendorf. Können wir uns da nochmal vorbeischleichen? Versuchen wir es. Wir erkunden erstmal hier oben die Ecke. Vielleicht kommen wir ja da doch noch irgendwo durch. Wer weiß. So. Dann warten wir mal auf den Hafen. Bin mal gespannt, was das finanziell bringen wird. Wir sind jetzt bei plus 27 und gehen hoffentlich in die nächste Runde. Nein, Einheiten benötigen erstmal noch Befehle. Ah, unsere Dromone ist jetzt im heimatlichen Gewässer und ich werde jetzt Folgendes machen. Wir wollten sie zwar zur Aufklärung natürlich hier im Norden verwenden, aber ich werde sie trotzdem schon zur Galeasse aufrüsten. Ich weiß, wir wollten eigentlich das Geld sparen für Singapur, aber wir sind bei plus 6 Zufriedenheit. Das ist kein Problem. Wir werden sie jetzt erstmal modernisieren und dafür 140 Gold aufwenden. So sieht das gute Stück jetzt aus. Sehr schön. Und dann wird es sich in der nächsten Runde jetzt in Bewegung setzen, um den schon avisierten Erkundungsauftrag hier in den Gewässern nördlich von Siam auszuführen. Jetzt aber die nächste Runde. Tja, vielleicht warten sie auch den Ablauf ihrer Karawanenaufträge ab und greifen dann an. Aber die Zeit, sage ich mal, spielt für uns, so würde ich das zumindest einschätzen. Ach, verdammt. Sie werden auch noch... Oh, sie sind versenkt worden. Das ist bitter, liebe Freunde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. Da müssen wir dann also vorher irgendwie mit Geleitschutz daran vorbeifahren. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir diesen Speer verloren haben. Ah, naja, ich vermute, sie sind dann hier rumgegangen, haben uns dann dort abgeschossen. Ja, man kommt einfach nicht rüber, bis wir nicht die Forschung, bis wir nicht die Hochseetauglichkeit erforscht haben. Vermutlich sollten wir darauf warten, ehe wir da jetzt diesen großen Umweg wieder machen und diesen Aufwand betreiben. Naja, sowas passiert, traurig, aber wahr. Okay. In Konstantinopel können wir ein neues Bauprojekt wählen. So, jetzt ist eigentlich der Hafen gebaut worden, aber ich vermute, dass erst in der nächsten Runde dann diese Stadtverbindungen sich vollziehen. Wir bekommen jetzt 13 Gold von Stadtverbindungen. Hm, das ist glaube ich aber nur Philadelphia.
Ich vermute, dass es so sein wird. So, und insofern werden wir jetzt das umsetzen, was wir geplant hatten, nämlich den Markt. Ja. Zu bauen. Ach nee, stopp. Ich erinnere mich, wir wollten ja was ganz anderes machen. Wir wollten hier eine weitere Drohne bauen, um die Erkundung zu forcieren. Und das werden wir auch tun. Gut. So, und Delphi ist gewachsen. 5 Bürger schon. Sehr schön. Wie sind die aufgestellt? Ah ja. Jetzt bewirtschaften sie unten das Feld. Das ist in Ordnung. Ich frage mich, na, wenn wir die 8 abziehen, sind sie immer noch nicht selbst lebensfähig. Aber ich meinte, so viel größer muss die Stadt eigentlich auch nicht werden. Beziehungsweise wir können es da noch ein bisschen forcieren, indem wir hier irgendwo noch Fisch abbauen. Okay, und dann habe ich mir noch eine Sache überlegt. Hier oben, das finde ich jetzt doch nicht so optimal. Die Einstellung, wir werden mal das zurücksetzen und dann doch auf Nahrungsfokus gehen, bis wir in 5 Runden den Bürger haben und dann verteilen wir das nochmal neu. Dann haben wir hier auch die Sägemeisterei oder wie das Ding heißt. Und dann ist das am Ende doch effizienter, ehe wir jetzt ewig warten, bis der zweite Einwohner dort kommt. So, wo haben wir denn noch Befehle? Ah ja, hier wollten wir ja nochmal gucken, was sich dahinter verbirgt. Da müssen wir direkt in den Wald reingehen. Oh, ja, ein schönes kleines Tal, aber leider kommen wir trotzdem nicht durch. Schade drum. So, und hier ist ein Frachter wieder angekommen. Und wir gucken mal, gibt es irgendwas Effizienteres als das, was wir jetzt schon tun? Ich glaube, war das der Goldfrachter? Das war ein Goldfrachter, genau. Von Konstantinopel nach Antananarivo ist das Beste. Oder Melbourne. Ist eigentlich Gupf wie gesprungen. Oder Zürich ist auch nicht viel weniger. Aber wie gesagt, da kommt kein Nopismus hin. Ach, ich glaube, wir fahren mal nur nach Melbourne. Muss jetzt auch nicht so weit sein. Also um diese 0,1, da brauchen wir uns jetzt auch nicht streiten. Das war auch der vorherige Weg. Gut, wir können jetzt ein bisschen weiterfahren, aber das bringt, macht faktisch keinen Unterschied. Also nehmen wir das. Gut. Nächste Runde. Ah, wir sind jetzt bei plus 34. Jetzt hat das mit den Handelswegen geklappt. Ach nee, das war... Das muss vielleicht schon vorher geklappt haben. Das war nur das Ende des Frachters. Na, ich weiß nicht. Wir achten nochmal in der nächsten Runde darauf. So, die Galeasse fährt. Sehr schön. Oh, was haben die hier gebaut? Ein Handelsposten auf der Insel. Auch stimmungsvoll. Und interessant. Kuala Lumpur möchte, dass jemand großen Händler bekommt. Ah, jetzt sind die Stadtverbindungen eingerichtet. Oh, hervorragend. Sehr schön. Das heißt, plus 16 durch den gebauten Hafen. Wunderbar. Damit sind wir bei plus 49. Das ist äußerst erfreulich. Äußerst erfreulich. Prima. So, das wissen wir schon. Die Einheit benötigt Befehle. Und jetzt können wir mal gespannt sein, was ich hier... Ah, verdammt, wir kommen hier nicht weiter. Doch, wir kommen doch weiter. Sehr gut, sehr gut. Wir können hier weiter erkunden, in den Norden hinein. Es sieht so aus, als hätte Siam hier hinten eine dritte Stadt. So ist zu vermuten. Ja, naja, da sind wir mit unseren 5 Städten, glaube ich, etwas besser noch aufgestellt. So, hier scheint die Straße gebaut worden zu sein. Dann bauen wir hier jetzt mal... die nächste hin. Oder ich bin immer noch ein bisschen am Zweifeln, ob wir vielleicht doch eine Festung errichten sollten. Minus 1 Nahrung. 11 Runden. Wisst ihr was? Wir gehen auf Nummer sicher. Wir werden hier doch eine Festung errichten. Ja, als Vorposten hinter dem Fluss ist das doch eine coole Sache. Das machen wir. So wichtig ist jetzt der Weg auch nicht, auch wenn er natürlich eine Verbindung dort
aufbaut, aber was den Nopismus betrifft, sind wir sowieso mit unseren Missionaren viel schneller. Ja, sie wird ersetzt. Das ist dann eben so. Die Schafzucht wird dann halt mal ersetzt. Wichtiger ist uns jetzt diese schicke Festung. So, hier kommen wir also nicht vorbei. Wir müssen uns hier an dem Barbarendorf vorbeiwagen. Noch eine Einheit, die Befehle benötigt. Ah ja, sehr gut. Können wir nicht hier missionieren? Nee. Das wundert mich. Müssen wir da jetzt doch noch näher rangehen? Ah ja, wir müssen in unmittelbarer Nähe der Stadt sein. Gut. Sehr schön. Und wir können den Missionar ja noch einmal verwenden. Wir haben ja jetzt die spezielle Sozialpolitik. Oh Mann, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Die Frage ist, wo schicken wir ihn jetzt hin? Wo sind wir am nächsten? Ich meinte, wo wir jetzt hier gerade so sind. Vielleicht nach Wellington? Ehe wir hier so weit in den Norden fahren. Ich glaube, wir machen das. Schicken wir ihn hier rüber. Eine lange Missionsreise. 9 Runden. Mal gucken, ob er da heil ankommt oder vorher von Piraten oder Barbaren erwischt wird. Aber das ist eben ein hartes Los, was unsere Missionare haben. Wir beschützen sie nicht. Sie müssen sich selbst beschützen. Nächste Runde. Aber als Nopisten wird man das ja wohl von ihnen erwarten dürfen. Gut, wir haben Nachricht von Stadtstaaten. Gucken wir uns das erstmal an. Hier ein Barbarenlager. Kuala Lumpur ist nervös. Aber Kuala Lumpur, naja, haben wir sowieso ein bisschen abgehakt. Und Ile-Ife erbittet Hilfe auch gegen Barbaren, aber das ist fernab von uns. Und wir haben eine Dromoneinheit gebaut, die wir jetzt auch aufrüsten können. Kampfstärke gegen, machen wir mal, Bombardierung. In unserer derzeitigen Situation erscheint mir das wichtiger zu sein. Und wir werden uns gleich jetzt auch hier wie geplant hinbewegen. 7 Runden brauchen wir dafür. Und auch das hatte ich angekündigt, als nächstes einen Speer dann hinterher zu schicken. Oh. Gut. Wo müssen wir noch Produktion wählen? In Delphi. Sehr gut. Da ist die Bibliothek beendet worden. Das ist hervorragend. Insofern ist jetzt zu überlegen, was wir hier machen. So, Kaserne macht hier keinen Sinn, Stadtmauern auch nicht. Amphitheater ist gar nichts für Delphi. Leuchtturm wäre absolut eine Möglichkeit. +1 Nahrung von Küsten- und Ozeangeländefeldern. Ja, das sollten wir tun. Leuchtturm erscheint mir gut. Nahrung ist hier ein Problem und hier gibt es dann sogar noch ein Produktion dazu. Okay, und jetzt die schwierige Operation, hier am Barbarendorf vorbeizukommen, ist geglückt erst einmal. Und hier ist der Bautrupp fertig. Gut, dann werden wir das jetzt ändern. Was passiert? Produktionsfokus. Ja, auf jeden Fall. So machen wir das. In 6 Runden. Und in 13 Runden haben wir dann das Monument. Das gefällt mir. Und jetzt ist die Frage, was bauen wir denn jetzt aus? Ich denke, wir bauen dann als nächstes... Wir könnten auch kaufen, ne? Aber leider bietet er mir das an. Ne, wir werden jetzt... Ah, wir haben noch 5 Zufriedenheit. Das kostet 145. Doch, Leute, wir haben so viel Geld. Wir kaufen das und werden dort erstmal das Schwemmland bearbeiten. Das erscheint mir jetzt für diese Stadt am wichtigsten zu sein. Oder die Krabben. Oder die Krabben und ein Arbeitsboot irgendwie hinschicken. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Beziehungsweise bauen als nächstes. Schwierig. Oder beides. ich glaube, wir nehmen als nächstes mal doch die Krabben. Weil dann haben wir die Luxusressource. Das würde dann als nächstes wachsen. Kommt ja auch automatisch durch das Monument dann. Und bis dahin, was machen wir bis dahin? Können wir da eigentlich schon was tun? Das vergesse ich immer, ob das möglich ist. Na, mal gucken. Okay.
So, der Ingenieur ist da, wo er hingehört. Und jetzt werden wir hier eine Fabrikanlage, eine große Werkstatt, so wollen wir es mal nennen, errichten. Wunderbar. Ach Gott, ist das hässlich. Das hätten sie ja so ein bisschen doch dem Zeitalter gemäß anpassen können. Naja, gut. Es ist, wie es ist. Es wird bewirtschaftet. Die Stadt ist jetzt in der Hinsicht deutlich besser aufgestellt. Ich denke, das war eine gute Entscheidung. Und wir gehen in die nächste Runde? Nein. Hier. Ja, hier wird's spannend. Was ist hier? Oh, die haben noch mehr Eisen. Die haben ja wirklich viel Eisen. Und hier ist tatsächlich die Nordspitze unseres Kontinents. Nur spannend, wie groß diese dritte Stadt dort ist. Wir werden es erleben. Hier bewegen sich schon wieder die Siamesen, aber... Oh, jetzt haben sie auch noch einen Katapult gebaut. Das wird jetzt immer kritischer, würde ich mal so sagen. Notre Dame ist gebaut. Wir sollten aufpassen, dass wir nicht allzu weit wegfahren, weil wir müssen natürlich auch hier wieder einsatzfähig bleiben. Aber ich denke, wir riskieren es trotzdem nochmal, hier um die Ecke zu schauen, soweit es geht. Werden wir hier noch weiterfahren. Und das war es auch. Mehr können wir nicht fahren. Insofern, okay. Dann haben wir blöderweise diese Stadt, sehen wir jetzt genau nicht. Es scheint eine sehr produktive Stadt zu sein. Hier viele Minen. Und wir werden hier zurückkehren, um dann im Notfall... Oh, das dauert 5 Runden. Im Notfall einsatzfähig zu sein, wenn es zum Krieg kommen sollte. So, Philadelphia ist bereit für ein neues Bauprojekt. Und wisst ihr, was ich... Ach nee, wir kommen ja jetzt hier nicht vorbei mit dem Arbeitsboot. Nee, da müssen wir was anderes bauen. Und dann müssen wir was anderes bauen. Wir könnten... Na, hier auch ein Hafen ist blöd. Ein Markt wäre möglich. Stadtmauern oder vielleicht eine Kaserne, weil wir hier ja offenbar doch auch relativ viele Einheiten bauen. Doch es macht, glaube ich, Sinn, jetzt auch eine Kaserne hier zu bauen. Gerade durch diese große Werkstatt wird das wichtiger werden. So, hier wollten wir auf jeden Fall eine Straße bauen. Damit beginnen wir. Und der Schwertkämpfer muss jetzt so schnell wie möglich hier in den Norden. 12 Runden dauert das noch. Oh mein Gott. Während hier in 2 Runden immerhin der Bogenschütze soweit ist. Ja, immerhin. Gut. Auf geht's. In die siamesischen Späher sind hier auch schon wieder. In die nächste Runde. Hä? Warum bitte fährst... Oh ne, geht der jetzt einen anderen Weg, weil da die Speer im Weg waren? Ich hasse das. Na toll. Mensch, du solltest dort oben hin. Nur weil da so ein paar Siamesen sind, kann doch nicht wahr sein. So, wir sind angekommen hier. Kann nicht außerhalb errichtet werden. Okay, dann hat sich das erledigt. Tja, was machen wir denn als nächstes? Hier unter ist Grasland. Die Frage, wir können eigentlich schon mal abholzen. Das ist vielleicht nicht schlecht, weil dann kriegen wir gleich einen Produktionsbonus. Den brauchen wir durchaus. Und außerdem ist hier unter Grasland. Und wenn wir hier 2 Farmen hinbauen, ist das noch mit... Ja, ja, das ist gut. Das ist gut. So, jetzt aber nächste Runde. Na, wir können froh sein, dass es noch Schwertkämpfer sind und keine Langschwertkämpfer oder wie die heißen. CH. Wir haben eine Einheitenbeförderung. Aha, der Speer wird befördert. So, Sichtweite. Ne, wir machen mal Survivalismus, weil der ist, muss da wirklich auf sich allein gestellt klarkommen. Und... So, jetzt bitte mal vorwärts und nicht verschrecken lassen durch die Siamesen. Ach, die lassen einen da nicht durch. Das ist ja frech. Wir kommen da nicht durch. Doch, wir kommen durch. Wir müssen da ja nicht stehen bleiben. Entschuldigt meinen Ausflipper. So, wir können ein nächstes Bauprojekt wählen. Und in Konstantinopel haben wir alle Optionen jetzt. Und jetzt gehen wir aber auf den Markt.
Jetzt gehen wir auf den Markt. Hatte ich schon gesagt, jetzt gehen wir auf den Markt. gut. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ganz vorsichtig, dass wir uns hier vorbeischleichen. Scheint zu klappen. Und wir können wieder mit Glauben... Ich denke, dann werden wir jetzt mal hier oben... Ja, jetzt geht's los. Wir werden jetzt hier oben... Aha, darauf freue ich mich schon. Einen Missionar kaufen. Und dann beim nächsten Mal erst unser Perapolis missionieren und dann die siamesischen Städte. Ja. So, ich will abholzen. Und mit diesem zerstörerischen Akt beenden wir dann erstmal auch wieder diese Folge. Und ich bin gespannt, ob der Frieden hält. Ob Siam weiter so zahm ist und hier ist bei diesen Manövern im Norden belässt. Wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Euer Steinwallen.